Insofern ist es noch einmal wichtiger, wie Sie mit Bestandsübertragung umgehen und vor allen Dingen, welche Beratungshaftung es dazu gibt. Und das wird uns in den nächsten Minuten der Stefan Michaelis persönlich verraten. So, ja, endlich darf ich dazu loslegen. Also dieser Fintech-Ansatz birgt natürlich Haftungsrisiken, um das ganz klar schon mal als Ergebnis vorwegzunehmen. Ich möchte Sie in diesen Fall vom OLG Hamm einfach noch mal reinbringen. Viele haben den vielleicht aus der Presse verfolgt und ja, dann fange ich einfach mal an. Also beim OLG Hamm war es so, ein Makler hatte eine Dame, glaube ich, beraten, und zwar in ihrem Kosmetik- und Nagelstudio. Und dann hatten die vereinbart, dass er eben die Verträge übernimmt, die Versicherungsverträge, die vorher schon über die AO bestanden. Und dann hatte er gesagt, gut, ich übernehme die, und hat sich das Maklermandat entsprechend unterzeichnen lassen, und die Verträge sind auch in seinen Bestand übertragen worden. So, und damit war eigentlich die Sache gegessen. Da war Schluss. So, und das Ganze fing natürlich erst an, zu einem Problem zu werden, weil ein Schadenfall eingetreten ist. Und in diesem Schadenfall ist eben ein Brand entstanden. Und da würde man sagen, ja, sie hatte ja eine Gebäudeversicherung für ihren Hof, den sie hatte. Also müsste das ja eigentlich gedeckt sein. Nein, dieser Brand ist entstanden in einem Zelt auf dem Hof, wo das Heu gelagert war. Und dann hatte sie gesagt, ich möchte gerne diesen Schadenfall ersetzt verlangen. Kann man sich natürlich vorstellen, was der Versicherer antwortet und sagt, das ist kein Fall der Gebäudeversicherung, das Zelt ist kein Gebäude, das hätten wir als solches wohl auch nicht versichert. Und den Inhalt, den können wir eben entsprechend auch nicht versichern. Das Heu wäre so nicht versicherbar, und ich glaube, eine Inhaltsversicherung gab es eigentlich auch gar nicht. So, also war der Schrei wieder groß, der Makler muss haften. Und damit hatte sich das OLG beschäftigt und kam dann erstmal zu dem ganz erfreulichen Ergebnis, welches Sie bestimmt gerne hören: Der Makler muss nicht haften. Und jetzt ist die Frage, nehmen wir das einfach mal so hin und sagen, es ist schön, dass in der Fachpresse mal was veröffentlicht wird, wo man sagt, der Makler muss nicht haften. Also mit anderen Worten, ist das Geschäftsmodell, so wie es gelaufen ist, völlig in Ordnung. Ja, man geht zum Kunden hin, trifft sich, sag ich mal, irgendwo in der Kneipe, lässt sich die Dokumente geben, macht den Maklervertrag und eine Bestandsaufnahme, und dann wird das Ganze übertragen. So wie es, sag ich mal, Knipp oder dann vielleicht andere auch einfach nur mit einer App machen und sagen, das war's. Und davor möchte ich warnen. Möchte ich warnen mit verschiedenen Argumenten und mit verschiedenen Aspekten. Also, erstmal würden wir uns doch immer fragen, besteht ein Anlass zur Beratung? Das ist erstmal der Grund. Und dieser Anlass kann ein sehr, sehr weiter Anlass sein. Wenn die also nur irgendwas gesagt hätte, von wegen, ja, sind Zelte mitversichert oder so, dann hätte man schon einen Anlass gehabt. Aber wenn nun gar nicht darüber gesprochen wird, wie wir es aus der Praxis kennen, ist das also meines Erachtens ein Aspekt, der zu berücksichtigen ist. So, und dann der zweite Aspekt ist, was muss der Makler wissen? Muss er nur diese positive Kenntnis oder muss er wirklich positive Kenntnis von einem zu versichernden Risiko haben, dass man sagt, ich weiß es positiv, das und das muss versichert werden, dass auch nur das zu versichern ist? Würde ich sagen, was ist denn mit diesem Kennen müssen? Hätte er nicht es vielleicht doch kennen müssen? Zu dieser Thematik der Nachfragepflichten komme ich dann nochmal später. Aber hier hat das Gericht einfach mal festgestellt, na gut, er hatte keine Kenntnis. So, und dann kennen Sie aus der Sachwalterentscheidung noch diesen Satz, der Makler ist verpflichtet, das Objekt von sich aus zu untersuchen. Ja? Und darauf wird auch immer gerne rumgeritten, dass man sagt, ja, muss man jetzt als Makler wirklich eine Ortsbesichtigung machen, ja oder nein? Hier war der Fall wieder unstreitig, er war nicht auf dem Hof. Er hat nicht dort den Vertrag geschlossen, er hätte das Zelt auch nicht sehen können, nur wenn er da hätte hinfahren müssen, wenn man das als Pflicht ihm auferlegt hätte, aber das war nicht. So, und es gab eben auch keinen Kundenwunsch. Also der Kunde hatte bei der Übertragung des Vertrages nicht gesagt, dass irgendwas optimiert oder geändert werden muss. Er hat einfach nur gesagt, naja, der alte Vertrag, der ist in Ordnung, der kann sofort bestehen. Das sind, glaube ich, Sondersituationen. Und dann noch gepaart vielleicht, das war nicht relevant, aber mit dieser Idee, wäre es überhaupt versicherbar? Hätte ich also den Inhalt, das Heu, überhaupt in der Inhaltsversicherung noch versichern können? Das spielt vielleicht in eine solche Entscheidung subjektiv auch noch rein. Und das, glaube ich, ist das Besondere an dieser Entscheidung, weshalb ich sage, die gilt nicht so allgemein. Wenn Sie Bestandsübertragungen machen, ist meine Kernaussage eigentlich, Sie müssen das wie Neugeschäft behandeln. So, und wenn man diesem Ansatz folgt, dann ist die Lösung ganz einfach. Sie wissen alle, was Sie dann eigentlich im Rahmen des Neugeschäftes zu tun haben. Ja?
Und von daher, sie dokumentieren die Wünsche, sie fragen auch nochmal nach, auch das, wie gesagt, aktuelle BGH-Rechtsprechung. Dann geben Sie natürlich eine Empfehlung und dann folgen Sie, sag ich mal, der Entscheidung des Kunden. Aber das soll sozusagen einfach jetzt meine kleine Kernaussage sein. Meines Erachtens sind das sozusagen die Leichen und die Bomben in Ihrem Bestand, wenn man einfach nur sagt, ich habe mir viele Verträge noch einfach übertragen lassen und habe nie was gemacht. Auf der einen Seite kommt man zu dem Ergebnis, was ist mit einer gegebenenfalls Haftungsverantwortlichkeit des Vormaklers oder Vorvermittlers, sei es auch, dass er eben ein Vertreter war, und was ist mit der Verantwortlichkeit des übernehmenden Maklers? Und im Zweifel kommen wir zu dem Ergebnis, es besteht auch eine Gesamtschuldverpflichtung. Und das OLG Hamm hatte sich vor ein paar Jahren auch mal mit der Frage auseinandergesetzt, was ist denn, da ging es auch um die Frage einer Unterversicherung, ob der Makler haften muss oder nicht. Und die Verträge wurden halt übernommen und dann ist der Versicherungsfall eingetreten und die Unterversicherung wurde festgestellt. So, und da hat der OLG Hamm nämlich ganz, ganz anders entschieden und hat gesagt, hier ist der Makler haftungsverantwortlich für die Unterversicherung. Warum, mit welcher Begründung? Der Sachverhalt war so, dass eben die Versicherungssumme vom Vormakler schon reduziert wurde. Und dann sagt das Gericht, ja, dann muss ich als übernehmender Makler, und das war auch OLG Hamm, natürlich mal in die Vertragschronologie reinschauen und die alten höheren Versicherungssummen müsste man sich ja fragen, wie konnten die denn gesenkt werden? Warum, was war dann da der Grund dafür? Und dass sich das eine Unterversicherung dann aufdrängt, ist doch eigentlich klar. Von daher sind das meines Erachtens die wichtigen Aussagen, aufzupassen, dass Sie in Ihrem Bestand keine Verträge haben, wo Sie nicht eine Beratung vorgenommen haben. Sie nutzen das auch nicht mit Apps, Sie nutzen es auch nicht eben über eine, sag ich mal, Internetvermittlung oder dass eine Registrierung bei Ihnen erfolgen kann, sondern Sie kombinieren diese technischen Möglichkeiten bitte mit der vollständigen, ordnungsgemäßen Beratung und Dokumentation. Das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Mit diesem, sag ich mal, kleinen Kuchenstück wollen wir Ihnen eigentlich immer zeigen, dass man sagt, wenn Sie diese Tipps hier heute beherzigen und umsetzen, dann, sage ich mal, steigern Sie Ihren Unternehmenswert, dann sind nicht Haftungsrisiken in Ihrem Bestand, die Ihnen irgendwann mal um die Ohren fliegen können, und bitte betrachten Sie einfach mit dem heutigen Wissen die OLG Hamm-Entscheidung als Ausnahmeentscheidung und nicht als Regelfall. Ja? Ich hoffe, das konnte ich Ihnen in dieser Kürze vermitteln und insofern freue ich mich dann, wenn das Wort schon direkt an den nächsten Referenten weitergegeben wird. Vielen Dank.